Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut. Die New American oder. Jo, da waren wieder Übersetzungsprofis am Werk. Neuer Amerikaner? What the fuck? Versteht doch kein Mensch, oder? Das Ganze von Samuel Batista Modding. Knapp 40 MB im Downloads. Los, gucken wir uns an. Wir springen mal direkt rein. Jo, ein amerikanisches Gebilde, eine Ebene, mittelgroße Flächen, Ebene, stimmt, flach wie ein Brett das Ganze, Erhebung oder sowas sucht man vergebens, ist ja auch eher hinderlich, ne? Flächen quadratisch praktisch gut, Verkehr ist verbaut. Straßentexturen und die Übergänge, zumindest in diesem Fall, ganz angenehm. Hier hat er sich so ein bisschen an Feldwegen versucht. Hier hat er es dann schon wieder aufgegeben. Also einfach, doch versucht. Einfach mit Textur reingemalt. Ne? Der Hof hat noch so ein bisschen. Naja, ein bisschen wie Deko, hätte ich beinahe gesagt. Es ist ein bisschen grün da. Es ist ein bisschen Rasen hier verlegt. Kleiner Spoiler. Das ist dann später nicht mehr der Fall. Wir haben hier am Hof die Standardgeschichten. Hühnerstall, Schafstall. Hier drüben ist der kleine Kuhstall. Ohne Roboter und Co. Dann haben wir eine Scheune. Ein Hofsilo, das kleine 400.000 Liter, glaube ich, und ein paar Hörmannhallen, beziehungsweise eine Hörmannhalle, EasyChat und die amerikanische Garage. Alles Standard, ihr müsst nichts mit runterladen. Tankstelle, jo. Auf der anderen Seite haben wir den Fahrzeughändler in seiner ganzen Pracht. Wahnsinnig großer Platz, dafür aber auch ein gar nichts anderes. Tut sein Übriges. Ne? Verkehr ist verbaut, wie ihr sehen könnt. Auf den Straßen fährt die KI. Okay, ja, Verkehr ist verbaut, aber irgendwie hat er Probleme. Was hat er denn? Macht er es hier irgendwie? Zack. Sehr merkwürdig. Okay. Also ist nicht sauber verbaut. Habe ich vorhin nicht gesehen. Wollte ich. Dann haben wir hier Industrie auf der Karte, eine Ölmühle, eine Müslifabrik. Das ist ein gekalktes größeres Gebiet. Was ich hier eigentlich noch zeigen wollte an der Kreuzung, jetzt waren wir weit genug weg, dass sie die Autos sich wieder aufgelöst haben. Verkehrsschilder oder sowas, was so ein bisschen Atmosphäre reinbringt. Fehlanzeige. Dafür ist die Kreuzung beleuchtet mit Straßenlaternen. Immerhin. Genau. Wir befinden uns hier. Das ist der Hof. Wir gehen einfach mal von oben nach unten. Wir haben hier eine Zuckerfabrik und eine Traubenverarbeitungsanlage. Also ihr findet auch hier wieder sämtliche Produktion. Und das ist das, was ich meinte. Irgendwie mal Grünzeug oder irgendwelche Deko. Fehlanzeige. Ist ja auch überbewertet. Also hier siegt die Einfachheit. Also wer wirklich nur einmal quadratisch praktisch gut seine Helfer auf die Felder schmeißen möchte, der ist hier nicht so verkehrt. Dann haben wir hier einen Ort, wir überfliegen das Ganze gleich. Fastfood-Restaurant, Bäckerei, Restaurant, bzw. Pizzeria, der Farmers Market und der Supermarkt. Von hier nach da, Pizzeria, ist dann hier neben der Bäckerei. Und im Fastfood-Restaurant gibt es auch noch einen Diner. Ne? Der hätte in eine amerikanische Kleinstadt vielleicht besser reingepasst als die italienische Pizzeria. Wie ihr sehen könnt, Verkehr fährt hier. Hier ist tatsächlich mal, da steht zumindest mal eine Garage mit dran. Solche Sachen könnte. Vielleicht ist es sogar aus der M-Quid rauskopiert. Ne? Ja, wobei, wenn ich jetzt sehe, das sind alles die gleichen Häuser, sind nur einmal gedreht.
wirklich alles die gleichen Häuser. Also das ganze Grundstück komplett identisch, reinkopiert, bis hingedreht, fertig. Selbst das hier drüben. Naja, okay. Und die hier auch. Alles das Gleiche. Da hat sich's jemand einfach gemacht. Na naja, gut, irgendwo muss ja die Zeit gespart werden beim Modden. So, dann haben wir hier die Müsli-Fabrik, hatten wir schon gesehen, glaube ich, waren rübergeflogen. Dann hatten wir hier die Ölmühle, den Fahrzeughändler hatten wir hier. Dann haben wir hier eine Tankstelle. Bisschen mit Bodentexturen bearbeitet. Dann haben wir hier die Schneiderei, die französische. Dann haben wir hier noch die Schreinerei. Wie gesagt, Deko und sowas komplett gespart. Und dann kommen wir zu merkwürdigen Geschichten. Denn hier steht ein Sägewerk. Nochmal kurz die Interaktionsmarkierung an. Denn hier steht ein Sägewerk. Zumindest die Träger sind da. Giants Modder, wer hat geschlafen? Ich glaube, da wurden Gebäude vergessen. Dann haben wir hier den Viehhandel von der Obi Laurent. Kann dann jeder selber entscheiden, ob das irgendwie passt. War halt wild durcheinander gewürfelt. Dann haben wir 500 kW BGA. Das zweitgrößte, was geht. Gut, bei den Flächen ist das in Ordnung. Die könnt ihr befüttern. Eingezäunt das Ganze immerhin. Und dann haben wir hier oben noch die Spinnerei. Da sind wir wieder im Amerikanischen. Es ist ja natürlich auch schwierig. Ne? Es gibt ja viele Gebäude nur europäisch und dann gibt es die ein bisschen amerikanisch. Genauso wie die Molkerei. Das ist in dem Fall die amerikanische. Und hier, liebe Freunde, steht eine Getreidemühle. Tja. Schwierig. Also, sorry, aber also sowas fällt auf. Also, einerseits sollte es dem Mapper eigentlich auffallen, dass er da Gebäude vergessen hat. Andererseits sollte das dann auch Giants auffallen, ne? Oder Giants denkt sich, ja, die Träger sind ja da, kann man ja nutzen. Keine Ahnung, schwierig. Das Ganze mit 1026 Slots. Ja, das ist ein bisschen das Fuhrpark, ein bisschen sind hier die Gebäude. Ich gehe mal davon aus, dass hier um so um 200 auf ca. 800 runterkommt. Ich spiele das jetzt nicht durch. Machen wir das nicht unnötig lang. Wir gucken uns allerdings die Paletten noch an. Wir haben euch die Standard Elm Creek. Bäume ähnlich, Pflanzen ähnlich. Da ist nichts Besonderes. Genauso bei den Gebäuden selbst. Da findet ihr nichts außer Standardgeschichten. Was noch interessant ist, ihr könnt die gesamte Karte kaufen. Also auch hier oben die Getreidemühle. Ihr könntet da noch eine hinsetzen. Ihr kriegt natürlich die Träger nicht weg. Wahrscheinlich dann drüber setzen. Keine Ahnung, wenn ihr euch das irgendwie machen wollt. Die Grüßen bin ich auch noch schuldig. Wir haben hier unten das größte mit 10 Hektar oder fast 11. Und die kleinsten sind so bei 1,5 Hektar. 1,5, 2,5. Und das ist nochmal knapp 1,5, ein bisschen mehr. 1,9. Und so weiter. Und wie ihr seht, quadratisch praktisch gut mit wenigen Ausnahmen. Helferfreundlich und auf den Straßen können die auch fahren, wenn der Verkehr keinen Quatsch macht. In diesem Sinne, der neue Amerikaner. Ich gehe davon aus, dass sie entweder nicht lange da ist oder in Kürze ein Update bekommen wird, wo dann die Gebäude nachgereicht werden. Vielleicht wird sie auch umbenannt. Vielleicht kriegt sie ja den vernünftigen Namen. Wer weiß es. Die New American. Viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao, ciao.